Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ja, ganz besonders die beiden Trainer begrüßen. Glückwunsch an Pavel Datschev und sein Team und Respekt an die Spiele. Also das war, wie ich erwartet habe, verdammt schweres Spiel für uns. Wir haben die Mannschaft von Stuttgart 2 schon beobachtet, mehrere Mal oder Videos gesehen. Und wir wussten schon, dass sehr, sehr starke Mannschaft ist. Und das hat sich auch bestätigt. Und nichtsdestotrotz denke ich mir, dass wir die ersten Minuten gut angefangen haben. Haben wir zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, um auszukontern. Haben wir die Aktion nicht bis zu Ende sauber gespielt. Und dann durch einen Standard, sag ich mal so, sind in Rückstand geraten, was uns geschockt hat. Und meine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt hat sich nicht so präsentiert, wie ich mir das gewünscht habe. Körpersprache war schlecht, Kopf nach unten, da haben wir uns viele Sachen gefallen lassen. Und die Reaktion nach dem Gegentor war nicht gut. Und ich bin froh, dass wir bis zur ersten Halbzeit oder Pause, dass wir nicht noch eins bekommen haben. Dann wäre natürlich verdammt schwer gewesen. Dann könnten wir in der Halbzeit ein bisschen korrigieren, ein bisschen uns verändern. Und auch nur Motivation zu schöpfen und denke, nach der Seite wechseln, die Mannschaft hat schon die richtige Reaktion gezeigt. War sehr, sehr schweres Spiel, kann ich noch wiederholen. Nicht so viele Torschancen herausgearbeitet, aber wir haben gearbeitet, wir haben bis zum Schluss dran geglaubt und ich denke auch durch die Auswechslung von Mike Königke, der sich super wieder eingeschaltet hat und auch entscheidend Tor gemacht hat zum 1-1. Das war auch wieder entscheidend für uns, diese Glauben und wieder positive Emotionen dabei zu haben. Und dann das zweite Tor, jetzt kurz vor Schluss durch Standards für uns auf unserer Seite oder in unserer Günstung fiel, das war natürlich diese, wie man sagt, Sahnehäubchen obendrauf. Also das war natürlich schön, freue mich, aber natürlich unentschieden, glaube ich, das Ergebnis wäre heute absolut in Ordnung gewesen. An meine Kollegen wünsche ich alles Gute und ich denke, diese Mannschaft hat richtig viel Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel Datschev, für deine Einschätzung. Ja, danke für die netten Worte, aber gratuliere dir natürlich, Pavel, zum Sieg. Ich denke, das ist immer positiv, wenn man kurz zum Schluss so einen Sieg einfahren kann, aber letztendlich bin ich natürlich enttäuscht darüber. Ja. Dass wir das zugelassen haben. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit genau das gemacht, was wir wollten. Wir wussten, dass wir den Gegner bespielen müssen, bearbeiten müssen, um Vorteile zu bekommen. Haben dann die glückliche Situation mit dem 1-0 nach der Ecke, im Klassenschluss von Ari Ferrati. Wir waren dann voll da. Bis zur Halbzeit haben wir gemerkt, wir konnten dann gut anlaufen, den Gegner auch weg vom Tor halten. Ja, haben versucht, das auch in der zweiten Halbzeit fortzuführen. Man hatte das Gefühl, jetzt nicht groß, dass auch jetzt nah am Tor stand, wir aber auch nicht fürs 2-0, was wichtig gewesen wäre, um dann wirklich auch das Spiel in die richtige Richtung zu lenken, auch nicht getan. Und daneben haben wir einzelne Situationen ausgereicht, Innendribbling, wo wir einfach nicht, keine guten Abstände in der Viererkette hatten. Zimmermann ist 1 gegen 1, der kreuzt nach innen, der Innenverteidiger ist nicht da, kein Sechser ist da und dann schießt er aufs Tor in die lange Ecke und das war sicherlich, taktisch hätten wir das vermeiden können. Ja, und dann brauche ich nicht drüber reden, denn das 2-1, Steven Sahmer war dran, ein Mann, aber nur kurz. Und dann hat er eben durch einen kleinen Richtungswechsel aus den Augen verloren und der befreit sich und kommt dann im Endeffekt glockenfrei zum Kopfball. Ist ärgerlich, weil wir, ich denke, auch den Punkt dann trotzdem irgendwo verdient gehabt hätten. Aber wenn man solche Geschenke verteilt, dann bekommt man halt keinen Punkt, sondern verliert das Spiel. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Die Zeit ist nicht lang bis zum nächsten Spiel. Am Dienstag geht es weiter. Jetzt müssen wir gucken, dass wir gut mit der Situation umgehen. Ja, dass wir heute das Spiel verloren haben und dann eben am Dienstag gegen Würzburg wieder aufstehen und eine Reaktion zeigen. Und es war nicht vieles ganz falsch, aber letztendlich Tore entscheidend im Fußball, waren nicht viele Chancen, das hat der Kollege schon richtig gesagt. Und wenn wir natürlich noch weniger zugelassen hätten heute, dann hätten wir auch mindestens einen Punkt gehabt, können wir nicht. Und dann nichts zu arbeiten.